In Techniken zu denken ist ineffizient. Wenn ich nicht die richtige Bewegung für den richtigen Angriff habe, dann wird es nicht funktionieren. Wenn wir auf der anderen Seite aber anfangen, in Taktiken zu denken, dann sind wir in jeder Situation handlungsfähig. Hier ist Martin von Critical Response. Taktisches Denken ist entscheidend, wenn wir in jeder Situation handlungsfähig sein wollen. Ein wichtiger Part dafür ist zu verstehen, welche Ziele am menschlichen Körper ich attackieren kann und welcher Effekt danach wahrscheinlich ist. Das war bis jetzt sehr theoretisch, sehr anatomisch und noch wenig taktisch. Deshalb stelle ich dir jetzt zwei Übungen vor, wie du mit diesen natürlichen Zielen arbeiten kannst, um sie noch mehr zu verinnerlichen, dass du in einer Stresssituation nicht nachdenken musst, sondern sofort deine Angriffsoptionen wahrnimmst und attackieren kannst. Eine zweite Übung baut dann darauf auf, um das Ganze zu verinnerlichen, und die nenne ich 360 Grad. Die Idee bei der 360 Grad Übung ist, sich komplett um den Partner herumzuarbeiten und jedes Ziel mit einer passenden Waffe zu bedienen, aus dem Winkel, wo ich gerade stehe. Damit lernst du in jeder Situation, in jedem Winkel, in jeder Distanz eine Angriffsmöglichkeit zu identifizieren und zu bedienen. Das heißt, ich fange von hier an, beispielsweise mit einem Schlag zum Ohr, und dann fange ich an, mich 360 Grad um ihn rumzuarbeiten und einfach alle Ziele zu bedienen, die ich finde. Ohr, Nase, Hinterkopf, in die Kniekehle, in die Ferse, nochmal das Ohr, Hinterkopf, Wirbelsäule, Low Kick zum Knie, in die Niere, Ellenbogen bedienen, in die kurze Rippe, auf das Ohr, auf die Nase, in die Augen, seitlich zum Hals, zum Solarplexus, Ellenbogen zum Kiefer, frontal ins Gesicht, nochmal zum Ohr, Low Kick auf den inneren Oberschenkel, nachsetzen mit dem Ellenbogen zum Kopf, offene Hand zur Schläfe, tritt in die Kniekehle, tritt zum Knöchel, Ellenbogen zum Kopf, Aufwärtshaken zu den Nieren, Aufwärtshaken zu den Rippen. Ich kann jetzt auch einfach die Richtung wechseln und andersrum machen. Ich kann ihn dabei auch einmal mal greifen und aus derselben Position weiterarbeiten. Offene Hand zum Kopf, Ellenbogen zum Kopf, Knie zum Knie, Knie zum Magen, Knie zum Kopf, Hammerfaust zum Genick, loslassen, offene Hand zum Kopf, Finger ins Gesicht, Hände zum Ohr, Ellenbogen zum Kopf, Tritt zwischen die Beine, Tritt auf den Knöchel, Low Kick aufs Knie, Faust zum Kiefer, Faust auf die Nase, Ellenbogen zum Genick, offene Hand zum Ohr, Tritt in die Kniekehle. Ich arbeite mich 360 Grad um ihn herum, bediene jedes Ziel, das ich sehe, ich fange mit einem Schlag offene Hand zum Ohr an und dann fange ich an, linksrum um ihn herum zu gehen. Offene Hand zum Ohr, Kniestoß auf den Oberschenkel, Tritt in die Ferse, Ellenbogen auf den Kiefergelenk, Hammerfaust aufs Genick, Haare gepackt, Knieschuss in die Wirbelsäule, offene Hand aufs andere Ohr, Ellenbogen auf den Oberschenkel, Aufwärtshaken zu den Nieren. Ich kann ihn hier dabei auch packen und dann weiterarbeiten. Kniestoß aufs Knie, Tritt auf den Knöchel, Low Kick von hinten in die Knie. Ich kann dabei auch die Richtung wechseln und wieder andersrum arbeiten. Faust zum Kiefer, Faust auf die Nase, Ellenbogen ins Genick, offene Hand aufs Ohr, Faust in die Wirbelsäule, Hammerfaust in die Wirbelsäule, packen, Tritt in die Kniekehle, Ellenbogen zum Schädel, offene Hand zur Schläfe, wie gesagt, greifen, aufwärtshaken zur Leber, Hand in den Bauch, Ellenbogen auf die Brust, Hand in die Kehle, ich kann ihn hier packen, Kniestoß zum Knie, Kniestoß zum Magen, Kniestoß zum Kopf, Hammerfaust zum Kopf, jetzt kann ich ihn loslassen und weiterarbeiten, offene Hand zum Ohr, Finger ins Gesicht, Finger in die Augen, Hand in die Kehle, Ellenbogen auf die Nase, Kopfstoß auf die Nase, Kniestoß zwischen die Beine, Ellenbogen zur Schläfe, Hand zum Kiefer, Faust zum Jochbein, Hammerfaust aufs Genick. Wenn ich mich 360 Grad um meinen Partner herumarbeite, dann wird mir auffallen, dass überall jederzeit Angriffsoptionen sind. Und das ist wichtig für die Selbstverteidigung. Ich will so schnell wie möglich angreifen. Wenn ich verstehe, welche Ziele am Körper kann ich attackieren, welcher Effekt ist verlässlich, welche Waffe bietet sich an für ein bestimmtes Ziel und wie finde ich immer ein Ziel aus, egal welcher Position, in der ich stehe, dann habe ich immer etwas, was ich tun kann. Ich kann immer auf den anderen einwirken. Und das ist wichtiger, als die perfekte Technik zu haben. Hauptsache, du machst etwas, du wirkst auf den anderen ein und dann arbeitest du dich in eine bessere Position, bis du den Kampf entweder beenden kannst
oder ihn verlassen kannst. Ziele zu verstehen ist enorm hilfreich, um taktisch handlungsfähig zu bleiben. Und taktisch handlungsfähig zu bleiben, ist das Kernelement der physischen Selbstverteidigung. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like und ein Follow da. Abonniert den Kanal auf YouTube. Wie gesagt, ihr helft mir sehr, ich bin enorm dankbar. Ansonsten trainiert viel und bleibt sicher.